Ja, guten Morgen, meine Schokohäschen. Ich bin der Penner im Auto. Und heute reden wir über das Thema Solo-Reisen und nicht vereinsamen. Ich bin gerade im wunderschönen Griechenland, bin von Deutschland losgefahren, über Österreich, über Slowenien, die kroatische Küste entlang, dann kurz in Bosnien-Herzegowina gewesen, dann bin ich nach Montenegro rein, durch Albanien durch, was der Wahnsinn ist. Gestern habe ich Albanien verlassen. Ich habe es absolut geliebt. Und heute ist mein erster richtiger Tag im schönen Griechenland. Damit ich hier nicht im neuen Land vereinsame, drehe ich dieses Video und zeige euch meine Routine, wie ich Leute immer kennenlerne. Da ich gerade am Auto bin, zeige ich euch das Schlimmste, was ihr machen könnt. Ah, hinsetzen und sich abschotten. Ich mache das zwar regelmäßig, weil ich ein introvertierter Typ bin, der gerne Bücher liest, jedoch wird das auf Dauer definitiv dazu führen, dass ihr total vereinsamt. Weil für mich gibt es diese ungeschriebene Regel, wenn ein Camper seine Türen zu hat, dann will er wirklich alleine gelassen werden. Man braucht Privatsphäre, man muss sich zurückziehen können, weil man ja eh die ganze Zeit draußen unterwegs ist. Aber um nicht komplett zu vereinsamen, ist dann das Erste, was ihr machen könnt, einfach die Tür auf. Dann kommen meistens schon Leute vorbei, sagen Hallo oder man unterhält sich über den selbstgebauten Camper. Das ist bei mir Thema Nummer 1. Aber da gibt's auch noch ein paar kleine Tricks. Und zwar kann man außen am Fahrzeug einfach Lichter anbringen. Boah, das ist ja mega geil. Boah, das ist ja der Oberknaller. Das ist ja der Oberknaller. Ich bin der neue Hit auf jedem Campingplatz. Das zieht Leute an. Oder man macht einfach Bob Marley Musik an oder was ich auch in letzter Zeit bevorzuge, ist kolumbianische Chill-Lounge Musik oder so. Ich musste eben etwas leiser reden, weil die Nachbarin noch geschlafen hat. Ich gehe jetzt mal zur Vikos-Schlucht. Die ist hier direkt um die Ecke. Ja, auf dem Parkplatz oder auf dem Campingplatz ist es tatsächlich am leichtesten, Leute kennenzulernen, weil man dort eben Leute trifft, die genau dasselbe machen wie du. Man versteht sich also, man kann sich gegenseitig sofort helfen. Ich sage immer, diese Camper-Community, die oder Vanlife-Community, die ist wie so eine kleine Familie. Man ist quasi sofort über drei Ecken verwandt. Boah, ist das tief hier. Ich hoffe, die Kamera kann das aufnehmen. Die Tiefe ist so enorm, dass mir beim Runtergucken schlecht wird. Wir sind hier auf 1400 Höhenmeter und das da unten ist auf 700 Höhenmeter. Also gucken wir gerade 700 Meter weit runter. Ich habe ja keine Höhenangst, aber da runter zu gucken, da wird mir doch schon ein bisschen schlecht bei. So, gehen wir mal weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg nach Griechenland. Und nein. Oh. Ja, ich gehe mal zurück zum Auto. Ich versuche mal gleich auch die nächste Stadt zu erreichen zu Fuß. Dann kann ich euch zeigen, wie ich die Leute immer anquatsche. Aber erstmal an meiner Nachbarin vorbei. Sie kommt aus Italien. Wir haben eben schon kurz Hallo gesagt, jedoch ist sie wieder ins Auto zurückgestiegen. Das ist halt so ein ungeschriebenes Zeichen für lass mich mal in Ruhe. Das erinnert mich irgendwie an solche alten Westernfilme. Spiel mir das Lied vom Tod und so. Oh. Da sind jetzt andere Leute, sie sitzt immer noch im Camper. Ich hole mir jetzt meinen schicken Rucksack und gehe auf Wanderschaft nach neuen Freunden. Rucksack ist drauf. So, meine italienische Nachbarin blieb jetzt die meiste Zeit im Auto. Das heißt, ja, sie will in Ruhe gelassen werden. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Man sieht ja auch hier, wir sind hier mitten in der Pampa. Und sie als Frau übernachtet alleine neben den unbekannten Deutschen. Also es gibt da unter Campern tatsächlich so ein Vertrauenslevel, der von vornherein da ist. Ab in die nächste Stadt! Was bei Campern dann noch gut funktioniert, ist, dass wenn man halt eben Licht anmacht oder den Leuten dann abends ein Bier anbietet oder morgens einen Kaffee anbietet. Weil was ich mit der Zeit gelernt habe, ist, dass es auch viele Solo-Reisende gibt, die tatsächlich den Eindruck machen, als würden sie vereinsamen. Was ich auch nicht kapiere, deswegen mache ich auch das Video. Sobald man die anspricht, blühen die auf und erzählen einem vom ganzen Leben. Dabei sind sie von Spanien bis nach Griechenland, bis zum Tatra-Gebirge in der Slowakei bzw. in Polen unterwegs. Und man hat den Eindruck, die haben unterwegs niemanden kennengelernt. Und wenn man dann diese Blase zum Platzen bringt, dann sind die Leute einem sogar dankbar dafür. Ich rede die ganze Zeit von... Wow, das war knapp.
Ich rede die ganze Zeit von Einsamkeit und alleine sein, aber was bedeutet das eigentlich? Bin ja jetzt die ganze Zeit alleine. Bin ich einsam? Nein. Einsamkeit und alleine sein sind zwei unterschiedliche Dinge. Alleine sein finde ich sogar ziemlich gut. Man kann sich ohne äußeren Einfluss sortieren, man kann sich überlegen, was will man eigentlich wirklich? Doch erst wenn man zu viel alleine ist, wird man dann irgendwann einsam. Was heißt denn zu viel alleine? Naja, das kommt von Mensch zu Mensch drauf an. Ich kenne Leute, die werden echt schnell einsam. Die sitzen alleine in ihrer Bude und sind sofort einsam. Die fühlen sich sofort schlecht. Und dann andere Leute wie ich. Ich habe in der Vergangenheit so schon mal 1-2 Wochen alleine in den Bergen irgendwo verbracht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so. Doch wie lange du es alleine aushältst, kommt auf andere Faktoren an. Hauptsächlich, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Ich bin mir nicht sicher, es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Definitionen. Für mich bedeutet introvertiert, dass ich meinen Selbstwert aus mir selber beziehe und extrovertiert, dass ich meinen Selbstwert aus anderen beziehe. Ich bin definitiv introvertiert. Ich bin hardcore introvertiert. Ich weiß, das macht erstmal keinen Eindruck. Ich laufe mit der Kamera durch Städte und laber in so eine Linse hinein. Aber das kommt halt eben davon, dass ich introvertiert bin. Mir ist es eher egal, was andere Leute über mich denken. Bei extrovertierten Menschen ist es komplett andersrum. Die beziehen ihren Selbstwert aus anderen Menschen. Das heißt, die müssen die ganze Zeit Kontakt zu anderen Menschen haben. Und deswegen haben beim Vanlife, insbesondere beim Soloreisen, haben es die Introvertierten wesentlich einfacher. Ich hab mich verlaufen. Es geht hier nicht weiter. Okay. Das bedeutet, einsam sein ist ein Mindset. Es findet nur im Kopf statt. So, was passiert, wenn man einsam ist? Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich fühle mich dann immer, als würde irgendetwas nicht stimmen. Und vor allen Dingen fühle ich mich abgeschottet von den Menschen, die in meiner direkten Umgebung sind. Das ist vollkommen natürlich. Das kommt aus den Millionen Jahren der Evolution, die wir Menschen durchgemacht haben. Wenn wir mit Menschen keinen Kontakt haben, dann wird unser Reptilienhirn und unser limbisches System sagen, hey, das sind potenzielle Feinde. Und deswegen ist der Stresspegel dann höher. Deswegen ist dann das Gefühl da, dass man einfach nicht dazugehört, dass man auch weniger geschützt ist. Weswegen es Wunder hilft, wenn ihr auf dem Parkplatz oder Campingplatz fahrt, dass ihr einfach nur winkt und Hallo sagt zu den Leuten. Ihr müsst mit denen gar nicht interagieren, sondern einfach dieses Symbol der Freundlichkeit setzen. Wirkt wahre Wunder. Ach, meine Haare. Hygiene spielt übrigens auch eine große Rolle. Wenn ihr stinkt oder eure Haare so aussehen, da habe ich ja weniger Chance, irgendwelche Leute kennenzulernen. Riecht gut. Andere Leute, die mit einem Rucksack oder mit einem Koffer unterwegs sind und von Stadt zu Stadt fliegen oder mit einem Bus unterwegs sind, die schlafen in Hostels und da gibt es eine gemeinsame Küche oder man schläft oftmals im selben Raum. Man kommt automatisch in Kontakt zu anderen Leuten. Man kann dann beim Frühstück einfach nachfragen, hey, hast du Lust, heute das und das zu entdecken? Und dann findet man automatisch Gruppen, die den ganzen Tag mit einem verbringen. Das haben wir, Camper oder Vanlifer, haben das leider nicht. Ein paar gewisse Sachen, die wir mit anderen Backpackern teilen, ist, dass wir bei Events oder bei Aktionen oder bei Tourguides mitmachen können. Kann ich empfehlen, das ist äußerst interessant. Ich muss gestehen, ich mache das mittlerweile immer weniger bis gar nicht mehr. Aber das ist immer noch eine umsetzbare Möglichkeit, auch andere Leute kennenzulernen. Und da fährt meine italienische Nachbarin. Tschüssi! So, jetzt kommen wir zu der Brecheisenmethode. Leute ansprechen. Wenn ihr schon länger alleine seid und vielleicht auch sogar schon einsam seid, dann habt ihr das Gefühl, dass ihr abgeschottet seid. Darauf fokussiere ich mich dann immer zuerst. Dass ich nicht automatisch denke, dass die Welt von bösen Menschen umgeben ist, sondern dass wir alle gemeinsam auf einem Planeten leben und versuchen, alle irgendwie in Frieden unser Leben zu bewältigen. Also, dass ich das Gefühl los werde, dass ich abgeschottet bin. Das ist in der Regel das Erste, worum ich mich kümmere. Ein Vorteil von einsam sein ist, dass die Motivation natürlich steigt, andere Leute anzuquatschen. Es wird tatsächlich leichter, Leute anzuquatschen. Und was es auch vereinfacht ist, es einfach schon seit langem gemacht zu haben. Nach Monaten oder nach Jahren quatscht ihr sowieso jeden an, der euch entgegenkommt, was dann auch völlig normal ist. Da will ich hin. Das soll ein Kloster aus Stein sein. Boah, sieht das Hammer aus. Stell dir vor, du gehst die Straße entlang, wie hier in einem Dorf oder von mir aus in der Stadt oder in den Bergen, ist es egal wo. Und jetzt stell dir vor, du selber, ein Klon von dir selber, so wie du dich jetzt gerade fühlst, kommt dir entgegen. Würdest du dich selber kennenlernen? Wenn man abgeschottet ist, dann natürlich nicht. Wenn man aber die Straße langläuft mit der Kamera in der Hand und großartig herumlabert, wenn mir so eine entgegenkommt,
Auf jeden Fall lerne ich den kennen, aber tausendprozentig. Also müsst ihr eine Art, wupp, die Straßen sehen sicherer aus, als sie sind. Also müsst ihr so eine Art Selbstgefühl entwickeln, wie ihr drauf seid und was für eine Wirkung das auf die Menschen in eurer Umgebung hat. Dieses Verschlossensein, das wirkt sich bei mir insofern aus, dass ich unfreundlich gucke, dass ich schnell durch die Stadt laufe. Und das muss ich eben loswerden. Das bedeutet, ihr müsst den Mut haben, verwundbar zu sein. Im Grunde genommen läuft ganz vieles darauf hinaus. Womit wir zu meinem absoluten Top-Tipp kommen, wie ich gar keine Probleme habe, irgendwelche Leute kennenzulernen. Das ist so simpel, dass es eigentlich schon doof ist, aber es funktioniert wunderbar, weil jeder Mensch diese Sprache versteht. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Da geht es zum Kloster. Guckt euch die Aussicht an. Wow. Hammer. Aber ich habe mal was gelesen. Hier in Griechenland gibt es viele solche Kloster, die halt zum Eigenschutz so weit oben aufgebaut wurden. Da gibt's garantiert noch, da kommen garantiert noch viel mehr Videos von. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Oh, die Türen sind so klein. Boah, wow. Erste Sahne, also das Kloster hat mir echt schon ein bisschen die Sprache verschlagen. Was es für Orte auf der Welt gibt, ich hatte keine Ahnung. Der super offensichtliche, mega geheime Tipp, den ich habe, macht der Satz denn überhaupt Sinn? Nein, ist einfach die Realität zu akzeptieren. Ich gehe zu anderen Leuten und sage denen von vornherein, hey, ich reise durch Europa, ich bin für ein paar Tage hier in der Stadt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist die Realität bei mir. Und diese Leute lieben diese drei Sätze aus folgenden Gründen. Erstens, ich reise durch Europa, die Leute lieben Abenteurer. Die wissen von vornherein, du hast mega die Storys drauf und kannst viele gute Tipps geben. Zweitens, ich bin für ein paar Tage hier, das ist die Ungebundenheit. Wenn man in einer Stadt lebt, dann muss man immer mit Konsequenzen rechnen. Wenn ihr nackt die Hauptstraße herunterrennt, wird euch das vermutlich für einige Jahre verfolgen. Aber bei einem Typen, der jetzt für 3 Tage in der Stadt ist, da könnt ihr offen und ehrlich sagen, was ihr wollt, was sehr entspannt ist. Und drittens, ich kenne mich gar nicht hier aus, das ist eine Verwundbarkeit, die ihr darstellt. Und die Leute wissen, die können euch tatsächlich helfen. Und dazu gibt es tatsächlich eine Studie. Es gibt nur wenige Sachen, die wissenschaftlich nachgewiesen glücklich machen und anderen Menschen, die wirklich in Not sind, zu helfen, gehört dazu. Guinness Buch der Weltrekorde. 900 Meter tief, 1,1 Kilometer breit. Natürlich gehört zu jedem Kloster ein Spritzer Tourismus dazu. Hallo. Die letzte Frage kann man dabei variieren. Ich frage dann zum Beispiel auch gerne mal nach, wo ist ein gutes Fitnessstudio in der Umgebung oder wo finde ich ein Geschäft, wo ich Motorräder ausleihen kann. Das sind alles so Dinge, die mich dann halt interessieren. Was ihr jedoch nicht variieren könnt, ist, dass ihr euch nicht über sie stellt. Nicht so, oh. Weil das sehen die Leute jeden Tag. Jeder versucht sich ständig über jemand anderes drüber zu stellen. Und das ist einfach eine sehr erfrischende Einstellung von dir, wenn du das nicht tust. Sondern wenn du wirklich um Hilfe fragst und aus dieser quasi Notsituation kommst. Hört sich bescheuert an, aber das wirkt bei mir wahre Wunder. Also, ich war schon bei Familien zum Grillen eingeladen, ich musste noch nicht mal Fleisch mitbringen. Ich war auf Partys eingeladen von Studenten, von Rockern. Ich habe in einem Fall habe ich schon die halbe Stadt kennengelernt. Ich konnte am nächsten Tag nicht mehr durch die Stadt laufen, ohne hier und da ständig irgendwelche Leute zu treffen, die ich kenne. Und da wurde mir klar, diese Methode oder was auch immer das ist, diese Einstellung, diese Offenheit ist zum Kennenlernen der Menschen und auch der Kulturen eine verdammte Goldgrube. Boah, das war eine geile Stadt. Da hätte ich gerne ein Haus drin, aber nur für eine Woche. Danach will ich weiterreisen. Tschüss, liebe Stadt. Oder eher gesagt Dorf mit dem Namen Movopepl. Guck mal noch mit den Bergen im Hintergrund. Boah, Wahnsinn. Hier laufen überall Ziegen durch die Berge und die fressen das ganze Gras ab. Und dann wongeln da irgendwelche Hirten hinterher. Da ist wahrscheinlich einer von denen. Aber das Gefährlichste sind dann die Hirtenhunde oder die Schutzhunde. Boah, die können echt böse werden.
Monodendri heißt das. Ja, und wenn ihr dann im Gespräch seid, also wenn ich dann im Gespräch bin, es kann sein, dass ihr das ein bisschen variieren müsst, dann denke ich immer an drei Sachen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Da habe ich was gehört. Macht mich ein bisschen paranoid, dass da ein Bärensymbol drauf war und ich jetzt hier was im Wald höre. Ich reise alleine durch Europa. Vergangenheit, das ist das, wo ich herkomme. Ich bin jetzt für ein paar Tage hier, das ist Gegenwart. Und dann kam, was kann ich hier machen oder wo finde ich ein Fitnessstudio? Das ist Zukunft, was ich in Zukunft machen werde. Ich habe auch tausende Sätze ausprobiert. Aber diese Kombi hat alles weit übertroffen von der Effektivität, um Leute kennenzulernen. Meine Story, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft ist damit geklärt. Und jetzt müsst ihr herausfinden, was deren Story ist. Sagen die zum Beispiel, ja, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ach, bist du auch Tourist? Dann quatscht man noch ein bisschen über die Gegenwart. Ist das betoniert? Nein, das ist normaler, natürlicher Stein. Und dann klärt man die Frage der Zukunft. So, und da setze ich zum Beispiel gerne einen Haken. Das ist für mich die Brücke, um längeren Kontakt zu halten. Geht jetzt am Wochenende was? Oder gibt es irgendwelche Events in der Umgebung? Da spricht man dann ein bisschen über die Zukunft. Und die goldene Frage bei mir ist dann auch immer sehr gerne, kann ich dich bei WhatsApp hinzufügen, damit ich dir dann dort noch weitere Fragen stellen kann, falls ich welche habe oder dir noch irgendetwas einfällt? Das funktioniert super. Diese Person, die ihr angequatscht habt, hat eure Handynummer, weiß, ihr seid für ein paar Tage in der Stadt komplett alleine. Es kommt nicht selten vor, dass die euch dann abends oder einen Tag später anschreiben und sagen, hey, willst du das und das und das sehen? Oder dort und dort findet das und das statt und die euch halt einladen. Und was danach alles passiert, ist ja Fantasie überall. Danach kann alles passieren. Wie gesagt, ich war zum Essen eingeladen, ich habe schon alles Mögliche unterwegs mit Leuten erlebt. Ja. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch präsentieren, deswegen laufe ich jetzt durch den Regen, der gleich kommt, zum Auto und fahre in die nächste Stadt. Oh ja, Auto. Oh, Auto. So, Heizung ist an, die Klamotten hängen zum Trocknen. Ja, dann mache ich mich fertig und fahre in die Stadt Ioannina oder so. Ioannina, genau, so heißt das. Ich war gestern nämlich im Restaurant und da habe ich mit den Besitzern gequatscht. Jedenfalls haben die mir diese Stadt empfohlen. Da versuche ich mal zu präsentieren, wie ich so Leute anquatsche. Schrank abschließen. Ich mache noch den Ventilenti an der Decke an, damit die Regenluft abziehen kann. Sachen trocknen dort. Ja, dann schmeiße ich mal den Eimer an und los geht's. Wow. So. Tada. Das ist also Ioannina. Ja, ganz schön. Jetzt, wo ich weiß, dass ich Leute anquatschen muss für das Video, ist es irgendwie wirsch. Muss ich mich dazu zwingen? Do you speak English a little bit? I travel across Europe. I'm here for a few days. What should I see? I know nothing about. Okay. Did you want to Itzkale? I'm the first day here. I was Onoga. Okay. It's Itzkale? Itzkale. Come with us. We yes? Go the same way. Yeah, okay. There are two, three museums. So, da pausiere ich einmal kurz. Ich habe jetzt 15 Sekunden mit denen gesprochen und schon nehmen sie mich mit. Das passiert oft besonders bei Solo-Reisen, weil man ja planlos wie so ein Küken durch die Straße rennt und jeder will einem helfen. In den Online-Communities nennt man das auch Adoptieren. Schauen wir mal, was noch passiert. Ja. And you can see the island. The island is small, right? Yes, it's not very big. Okay. It's small. Wir redeten die ganze Zeit über Museen und die Plätze, das meiste habe ich halt rausgeschnitten. Ab und zu fällt dann nebenbei noch ein bisschen Geplänkel. Ich habe erfahren, dass die beiden halt Studenten sind. It's around here. Okay. Somewhere. Legal. It's in the mountains, right? Yeah, yeah, in the mountains. Okay. Yes, yes, this one. This one, okay. Yes, it's a really good place to go. Yeah, okay. Wir haben da insgesamt so 10 Minuten gelabert und er hat dann mein Handy in der Hand, hat da rumgefummelt. Ja, und so im Großen und Ganzen war das ganz gut. Ich hätte dann halt noch nach der Handynummer fragen können, aber ich weiß nicht, das hat sich halt irgendwie wegen den Aufnahmen so fake angefühlt, dass ich da nicht irgendwie so eine Beziehung aufbauen wollte auf Basis von Videoaufnahmen oder sowas. A few more places to go. Yeah, this is very much information for me right now. So, slowly. Where are you from? From here is the exit also. I'm from Germany. Oh, I've been to Germany, Munich and Berlin. Hey, you liked it? Berlin is a little city hall, but Munich is a good, it's a really nice place. I loved Munich. Berlin, I have never been to Berlin. Yeah, don't go. I have to go there. Ja, dann habe ich auch eigentlich schon aufgehört. Ich hätte zum Beispiel noch fragen können, was am Wochenende los ist, also in die Zukunft gehen. Das ist dann halt ganz leicht, die Brücke zu schaffen, um einfach den Kontakt so aufrecht zu erhalten. So gehen wir zurück zu den regulären Aufnahmen und schauen, wen ich noch so anquatsche. Da hat mir ein Grieche Tipps über das Reisen in Deutschland gesagt. Wie geil.
Berlin, don't go there. Oh Mann, zum Schreien. So, jetzt will ich mal rausfinden, ob diese Museen, die er mir empfohlen hat, ob die wirklich gut sind. Die meisten Leute suchen halt irgendwie auf Google Maps irgendwas zusammen oder gucken sich irgendwelche Reiseführer an oder so, aber direkt vor Ort die Leute zu fragen, ist der Wahnsinn. Oh ja, das hört sich gut an. Boah, ist das eng. Boah, ist das eng. Ja, aber es ist abgefahren. Hat mir gefallen. Okay, jetzt gehe ich mal aber in die Stadt. Ich bin jetzt die ganze Zeit in der Altstadt unterwegs. Aber ich will immer alles sehen. Da bin ich mit dem Vitamin C Vorrat eingedeckt. Jetzt gehen wir in die etwas gröbere Gegend. Oh ja, das sieht richtig aus. Die Leute stöbern im Müll. Das ist so geil. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich gehe voll gerne durch solche Gegenden. So, da wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwelche Freunde machen kann. I'm looking for a good fitness studio nearby. Do you know fitness studio? Do you have something like this? Here, no. Yeah. This is getting rougher. From this direction. What? I'm not from here. You're not from here? No. I'm something like the place. Yeah, okay, thanks. Ja, das Mädel von eben, mit der hätte ich weiter quatschen können, weil der hat halt das Telefon geklingelt und die kommt eh nicht aus der Gegend. Deswegen habe ich das abgebrochen. Menschen gibt es eh gefühlt unendlich viele, also weiter geht's. I travel across Europe and I'm here for a few days. Yes. What should I do? I know nothing about this. I'm not from Tirana. I'm from Thessaloniki. I study here. Ah. Yes. Down is the lake. Yes, I will. There I came from, yes. Right. You see the big building? Yes. There. Yeah. So, nochmal dazwischen funken. Wieder jemand, der eigentlich nicht aus dieser Stadt ist. Sie hat ihre Stadt genannt, wo sie herkommt. In dem Moment dachte ich mir, ich kann sie fragen, wo sie herkommt und ob es sich lohnt, dort hinzufahren, weil so könnte man dann noch über andere Orte in Griechenland sprechen. Aber warum ich hier eigentlich anhalte, ist, man sieht es auf dem Video nicht so ganz, aber unsere Ellbogen berühren sich, also berühren sich dolle sogar. Klingt jetzt komisch, aber für mich ist es ganz klar in meiner Heimatstadt, wenn ich irgendwelche fremden Leute auf Partys von mir aus kennenlerne, man kommt sich nicht so nah, wie ich es komischerweise auf meinen Reisen bei fremden Menschen tue. Das wollte ich nur erwähnt haben. Ja, sie erzählt mir jetzt halt von Museen und Orten, die man besuchen kann. Ihr Englisch ist leider sehr gebrochen. Sie tut sich da sehr schwer mit. Wir haben da ungefähr 5 Minuten miteinander gequatscht. Das schneide ich jetzt auch schnell kurz. Und dann war es das auch mit ihr. There is a museum there, right? Yes, yes. Yes. Mit der Kirche, Astora, mit der... Sie hätte ich jetzt zum Beispiel noch fragen können, was sie studiert und wo genau die Universität ist und ob es dort vielleicht irgendwelche Veranstaltungen am Wochenende gibt. Wobei wir wieder beim Thema Zukunft wären und mit dem Thema Zukunft kommt man ganz schnell zum Thema, hey, lass uns Kontakt halten. Because it's a little bit so far. So far away. Yes. Yeah. Okay. Alright. Thanks. Nice. Bye. Ja, das ist irgendwie wirsch, das alles hier so aufzuzählen, aber für alle, die sich gar nicht vorstellen können, unterwegs irgendwelche Leute alleine kennenzulernen, hiermit wollte ich halt die Beispiele geben. Ja, und so hangel ich mich immer von Stadt zu Stadt, so lerne ich die Leute kennen. Ich hätte die jetzt noch nach Handynummern fragen können oder wir haben heute Donnerstag, ich hätte auch fragen können, was denn am Wochenende so los ist. Aber wie gesagt, mit der Kamera, das ist irgendwie, es fühlt sich fake an irgendwie, deswegen... habe ich da nicht weiter nachgebohrt, nachgeforscht. Is it about corruption? Yeah. Yes? Mostly. Oh. Because nobody of the all of the governments took the money for the trains and nothing. Okay. No. But it's peaceful. I can go there. Yeah, you can go there. Okay. Thanks.
Oh, meine Besten. Oh, es ist so dunkel jetzt. Ich habe mich noch dazu überreden lassen, mir so ein Taco zu holen. Ah, war eben noch auf einem Protest. Jetzt setze ich mich ins Auto und habe meine Ruhe. Ja, ich hoffe, ich konnte irgendeinen Einblick vermitteln. So ungefähr wird da ein Schuh draus, bei mir zumindest. Für mich war das sehr wichtig, das Video zu drehen, weil ich jetzt gerade zum Beispiel Albanien, das war natürlich ein Härtefall, da ist der Kontakt zu anderen Menschen oftmals wertvoller als Geld. Aber in Albanien sind die Menschen fürchterlich nett. Ich dachte, alle schwärmen von Griechenland, weil die das in irgendeinem Prospekt gelesen haben. Aber tut mir leid, das ist echt hammermäßig. Ich bin gespannt, was mich die nächsten Tagen und Wochen erwartet hier. Ich hoffe, ihr konntet auch irgendetwas daraus ziehen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, beziehungsweise irgendwelche Ideen, wie gesagt, ihr habt immer so geile Ideen, ich liebe das, dann bitte schreibt mir das. Durch euch merke ich umso mehr, dass ich gar nicht so erfahren bin, wie ich es eigentlich von mir selber glaube. Ansonsten, es war wieder ein grandioser Tag. Ich freue mich auf morgen, obwohl ich noch nicht mal weiß, was ich morgen mache. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und man sieht sich unterwegs.